Das Studio 10 am Roten Baum im September 1965. Igor Strawinsky ist einmal mehr in Hamburg zu Gast. Er ist direkt aus Los Angeles eingeflogen, um mit dem damaligen NDR-Sinfonieorchester seine Ballettmusik Apollon Musagette zu proben. Strawinsky ist damals 83 Jahre alt und ein überall gefragter Mann. Als wohl bedeutendster Komponist seiner Generation erreicht ihn noch immer eine Vielzahl von Konzerteinladungen aus aller Welt. Mit besonderer Vorliebe reist er ab Ende der 1950er Jahre jedoch regelmäßig nach Hamburg, denn hier hat er Gelegenheit, neben den älteren Erfolgsstücken auch seine neuesten Kompositionen aufzuführen. Zu verdanken ist dies zu großen Teilen der Beharrlichkeit einer einflussreichen Persönlichkeit, dem Leiter der Hauptabteilung Musik des NDR und späteren Opernintendanten Rolf Liebermann. Gemeinsam mit der Leitung des NDR beschließt Liebermann 1957, Strawinsky ein unwiderstehliches Angebot zu machen. Der NDR stellt ihm sein großbesetztes Sinfonieorchester und den Rundfunkchor zur Verfügung, um bei der Biennale 1958 in Venedig ein neues Werk uraufzuführen. Strawinsky willigt ein. Beauftragt wird Treni, die Lamentationen des Propheten Jeremias, ein großbesetztes, halbstündiges Oratorium. Es wird eines der wichtigsten Werke Strawinskys im Stil der Zwölftonmusik. Ein neuer Kompositionsweg, den Strawinsky erst seit wenigen Jahren verfolgt. Ein Jahr später ist es soweit. In Venedig treffen das NDR-Sinfonieorchester und der Chor erstmals auf Igor Strawinsky. Auf dem Plan stehen zwei Konzerte. Eines im Teatro La Fenice mit Strawinskys Werken Le Sacre du Printemps und Oedipus Rex. Ein zweites im Saal der Scuola Grande di San Rocco, wo neben der Uraufführung von Treni noch weitere Stücke von Strawinsky gespielt werden, unter anderem seine Choralvariationen über Vom Himmel hoch. Unmittelbar nach dem Gastspiel in Venedig begleitet Strawinsky das Orchester und den Chor weiter auf eine ausgedehnte Tournee durch die Schweiz. Gemeinsam mit dem damaligen NDR-Chefdirigenten Hans Schmidt-Isserstedt teilt er sich das Podium. Strawinsky präsentiert sein neues Oratorium, Schmidt-Isserstedt anschließend die 9. Sinfonie von Beethoven. Den Abschluss macht dann am 13. Oktober 1958 ein Sonderkonzert in der Hamburger Musikhalle, das Strawinsky wieder alleine leitet. Nach der szenischen Uraufführung von Arnold Schönbergs Zwölftonoper Moses und Aaron 4 Jahre zuvor ist es das größte musikalische Ereignis für die Hansestadt Hamburg und die NDR-Ensembles. Igor Strawinsky kehrt an diesem Abend zum ersten Mal seit den 20er Jahren wieder auf die Bühne der Musikhalle zurück. Es bleibt in den folgenden Jahren das erklärte Ziel Liebermanns, neue Werke von Strawinsky zumindest in Europa als erster aufzuführen. Die Weltpremiere von Strawinskys Klavierkonzert Movements findet zu seinem Leidwesen in New York statt, aber er sichert dem NDR-Sinfonieorchester immerhin die noch im selben Jahr stattfindende Europapremiere. Das Klavierkonzert mit der Pianistin Margret Weber bildet bei einem Festival in Köln eine der Attraktionen des Programms. Igor Strawinsky ist fortan regelmäßig in Hamburg zu Gast. Die zunehmend freundschaftlich werdende Beziehung zu Rolf Liebermann ermöglicht weitere ungewöhnliche Vorhaben, wobei Strawinsky auch das weltoffene Hamburger Publikum immer mehr zu schätzen beginnt. In Bezug auf viele Projekte wird Hamburg für Strawinsky in Europa die erste Adresse. So ist es auch 1962, als Strawinsky gleich zwei Einladungen zu Ehren seines 80. Geburtstags ausschlägt. Anstelle von Washington oder Moskau entscheidet er sich für Hamburg, wo ihm Rolf Liebermann, der inzwischen als Intendant an die Staatsoper Hamburg gewechselt ist, mit finanzieller Unterstützung durch den NDR eine ganze Festwoche widmet. Im Mittelpunkt steht ein großer Abend mit drei Balletten Strawinskys. Eines davon, Apollon Musagette, dirigiert der Maestro selbst. Es war sehr schön, der Moment, wie das ganze Publikum aufstand, als Strawinsky hereinkam. Es war richtig, das hat einen warm berührt und es war schön, dass es gelungen ist. Auf der Bühne tanzt, gemeinsam mit Tänzern der Hamburger Staatsoper, eine prominent besetzte Solistentruppe des New York City Balletts, das hierfür eigens aus den USA eingeflogen wird. Die Choreografien stammen von Strawinskys langjährigem künstlerischem Partner Georges Balanchine.
Das NDR-Fernsehen überträgt den dreistündigen Ballettabend live und international in der Eurovision und setzt mit seinen abwechslungsreichen Live-Schalten und Pausenberichten, aber auch mit moderner Bildtechnik seinerseits einen Meilenstein für die Übertragung von Konzert- und Bühnenveranstaltungen. Strawinskys Aufenthalt in Hamburg 1962, an dem die gesamte Stadt großen Anteil nimmt, ist auch der Zeitpunkt einer Ehrung, wie man sie in der Hansestadt nur selten gewährt. Der Maestro wird mit einem Senatsempfang gewürdigt. Bürgermeister Nevermann begrüßt den Ehrengast. Verehrter Herr Strawinsky, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir Hamburger unseren internationalen Gästen die Hand reichen, liege ich oft ein wenig stolz darin. Heute sind wir einfach dankbar. Wir sind Ihnen dankbar für Ihr Kommen, Herr Strawinsky, und darum willkommen in Hamburg. Herzlich willkommen. Überreicht bekommt Strawinsky, dessen Vorliebe für große Literatur man in Erfahrung gebracht hat, eine Erstausgabe von Lessings Hamburgischer Dramaturgie. Dass ein berühmtes deutsches Theater eine berühmte Balletttruppe engagiert, um ein Strawinsky-Abend dem Publikum anzubieten, ist unglaublich. Undenkbar in anderen Ländern, nur in Deutschland kann so etwas passieren, wo die Kultur der Musik jahrhundertelang gepflegt wird. Vielen, vielen Dank. Die Erde ist von der Flut überschwemmt. Bereits 10 Monate später, im April 1963, kehrt Strawinsky an die Elbe zurück. Diesmal ist es die szenische Weltpremiere seines Opernoratoriums The Flood, die Sinnflut, Strawinskys letztem Bühnenwerk. In einer Stadt, die noch unter dem Eindruck der schweren Sturmflut vom Februar 1962 steht, entfaltet das Werk eine besondere Bedeutung. Im Pressegespräch mit Rolf Liebermann und dem Regisseur der Inszenierung Günther Rennert zeigt sich Strawinsky mit dem Ergebnis zufrieden. Und er würdigt auch die herausragende Rolle von Liebermann für die Hansestadt. Was sagen Sie nun zur Generalprobe, Herr Strawinsky? Ich sage, das ist eine sehr gute Generalprobe, das wir eben gehört haben. Ja. Ich bin sehr zufrieden. Mit großem Vergnügen komme ich zu Herrn Liebermann, der also für den Theater so viel gemacht hat als ein Theaterdirektor wie niemand in Europa. Liebermanns Wechsel an die Staatsoper hat der Verbindung zwischen Strawinsky und dem NDR keinen Abbruch getan. In den Jahren 1964-65 arbeitet man bereits wieder an einem neuen Projekt. Geplant ist diesmal eine für die Zeit revolutionäre Serie von Fernsehfilmen, in denen Strawinsky seine aktuell entstehende Musik erklärt. Die Musikaufnahmen dazu sollen NDR Sinfonieorchester und NDR Chor liefern. Das ambitionierte Vorhaben kann schließlich nicht mehr umgesetzt werden. Stattdessen läuft es aber auf ein ungewöhnliches Dokumentarfilmformat hinaus, realisiert in der neuartigen Ästhetik des Direct Cinema. Spontane, ungestellte und unmittelbare Bilder von Igor Strawinsky, seinem Arbeiten und seinem täglichen Umfeld. Hierfür reist Rolf Liebermann mit einem Filmteam unter anderem nach Los Angeles in die Wahlheimat Strawinskys. Dort kommt es zu interessanten Begegnungen, wie etwa mit dem jungen Pierre Boulez, der die Strawinskys nach einem Konzert in L.A. besucht. Anwesend ist wie immer auch Strawinskys Assistent Robert Kraft. Bereitwillig führt Strawinsky Liebermann und das Filmteam durch sein Haus. Very flattering thing. He assured me that I will never change. Good. I think that's a very bad thing not to change. Let's see. Very bad thing not to change. I have no more hairs. Here I had hairs, as you see.
Vor allem gelingt es dem Film an zahlreichen Stellen, Strawinsky auch näher zu seinem kreativen Schaffensprozess zu befragen. How is your feeling in front of an empty sheet of white paper? Are you happy to be awakened? Not always. I almost always. Yeah? Yeah. Yes. I want to be awakened. Yeah? Sometimes it's very difficult. Yeah. But I want. Yeah. So I'm happy that I am awakened. That's the same as the composing. I see. I always need, I'm delighted to speak with you, to know you, everybody, you know, that I am delighted. But I would be much more delighted to be on my piano and to compose music. Thank you very much. That's absolutely true. Als inhaltliche Ausgangspunkte des dreiteiligen Porträts fungieren mehrere Musikproduktionen in Anwesenheit von Strawinsky, die mit dem NDR Sinfonieorchester und NDR Chor im heutigen Rolf-Liebermann-Studio in Hamburg gefilmt werden. Eingespielt werden insgesamt 3 Werke Strawinskys, 2 davon in europäischen Erstaufführungen unter Leitung von Robert Kraft. Strawinsky ist während der gesamten Produktion anwesend und feilt an der optimalen Wiedergabe seiner Musik. I don't know what to do with the horn, because the horn is not more important than this part or this part. Neben ihm sitzt sein Freund und späterer Biograf Nikolai Nabokov, selbst Komponist, der aus Berlin angereist ist. Ich schlage aus die 8. Als 3. Stück steht wie schon 1962 zum 80. Geburtstag des Komponisten schließlich noch einmal Strawinskys Ballett Apollon Musagette auf dem Plan. Hier leitet der Maestro das NDR Sinfonieorchester dann selbst. Es sind die letzten Bilder von Strawinsky in Hamburg und von seinem letzten Auftritt in Deutschland überhaupt. Nach dieser Produktion kann der 83-Jährige wegen seiner sich stetig verschlechternden Gesundheit nicht wieder nach Deutschland zurückkehren. Das auf seine Weltoffenheit stolze Hamburg. Es hatte Strawinsky in Deutschland eine Bühne geboten, wo er sich mit der ganzen Vielfältigkeit seiner Musik verstanden fühlte. Am Ende wurden es 8 Jahre mit Strawinsky in Hamburg. Und Liebermanns Gespür für die richtigen Menschen an den richtigen Orten hatte sich einmal mehr bewahrheitet.